land rocks. 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 Das Leiteln, 12. Folge Overland Rocks, heute mit dem ersten PPC Imst. Servus Leiteln. Servus Leiteln. Servus, grüß euch, heil. Wer seid ihr es? Servus, heil. Machen wir so, ja. Haben wir nicht geprobt, wie ihr seht. Was seid ihr es? Wer seid ihr es? Was macht ihr es? Und warum hocken wir heute da? Ja, wir sind vom Billardclub in Imst da. Dann halt ein bisschen mit den Kugeln umschützen, wie es halt manche kennen aus dem Gasthaus. Genau. Nur wir betreiben das halt, sage ich jetzt einmal so, auf Amateurbereich, Hobbyspieler. Wir sind schon ein bisschen besser als wie Hobbyspieler, aber eher so Amateure. Nein, also wir sind nicht mehr als wie Amateure. Schon, auf keinen Fall nicht. Ja, ich habe das gesagt, wir sind vom RSPPC, wir sind der älteste Billardclub in Tirol. Wir gehören zu den ältesten in Österreich und uns gibt es jetzt seit über 30 Jahren. Psst, das kommt ja alles noch. Entschuldigung. Gut, es seid mehr Leute beim Billardclub, nicht leist zwar logischerweise. Das ist richtig, ja. Von wie viel reden wir da? Wir reden von 35 Mitgliedern. Wir haben circa, ich sage mal, 8 bis 10 Aktive und ja, das ist, wie gesagt, das ist nachher so das Clubleben bei uns. Okay. Fangen wir vielleicht einfach einmal an so mit dem Billard generell. Was gibt es denn da für Disziplinen oder was spielt es? Sagt man ein Pool-Billard oder hast du Leib-Billard oder wie sagt man denn richtig? Also wir spielen jetzt Pool-Billard. Es gibt ja andere Varianten auch noch, was die meisten Leute vom Eurosport wahrscheinlich kennen, das Snooker. Ist das mit den Rotenkugeln? Das ist mit den Roten und mit den paar Farbeln da, wo du immer alles abwechselnd reinschießen musst. Dann gibt es noch das Carambol, das ist ohne Löcher. Ist eher ohne Löcher ist nichts. Ja. Vor allem das Carambol, die werden wir jetzt wahrscheinlich ein bisschen unbeliebt machen, aber das ist eher so das Zaunspiel. Okay. Das werden sie nicht gern hören. Das glaube ich auch nicht. Okay, passt. Also ich spiele Billard und da gibt es, du hast mir gesagt, 8er-Ball, 9er-Ball, 10er-Ball, 14-1 oder wie sagt man da? 14-1? 14-1 endlos, ja, genau. Okay. Was ist eigentlich die Königsdisziplin. Erklärt einmal, was da um die Unterschiede sind. Vielleicht zu den Leuten, die es nicht wissen. Das lassen wir in Herrn Oppmann, in Günther, als Oberschiedsrichter erklären, der kann das ganz gut, glaube ich. Ein Schiedsrichter, oh Gott. Nein, passt gut. Also, wie gesagt, die vier Disziplinen gibt es. Ja, es ist 8er-Ball, 9er-Ball, 10er-Ball und 14-1 endlos. 8er-Ball, das ist das Übliche, wo eigentlich jeder kennt. Mhm. Das ist, wo alle Kugeln draußen sind, wo im Prinzip du die halben oder die vollen hast. Du spielst deine halben oder vollen Farbe, die spielst du einfach an. Und zum Schluss die 8er und nachher hast du das Spiel gewonnen. Okay. Gibt es natürlich wieder andere Regeln, nicht so wie ich sage jetzt die Gasthausregeln, wie sie jeder kennt, dass man die Achter gegenüber spielen muss und so weiter. Das gibt es bei uns alles nicht. Bei uns ist es ein Anzeigespiel und ja, kurz erklärt. Neuner Ball ist im Prinzip die Kugeln von 1 bis 9. Die werden der Reihe nach gespielt. Wer die 9 einschießt, hat im Prinzip gewonnen. Ist kein Anzeigespiel, du kannst im Prinzip einfach drauf schießen, wenn die 9 irgendwo fällt und du davor die richtige, die niedrigste Kugel angespielt hast, okay. Dann hast du das Spiel gewonnen. Also du schießt die eine und die muss ich einspielen, wenn ich das nicht mache, ist bei genau, du gehst her und sagst, du musst
Ansage ist, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel René und ich gegeneinander spielen, nachher ist es einfach für ihn schon offensichtlich, ob er jetzt irgendeinen Ball, wo ich sehe, den will er da einspielen, dann spielt er noch einen. Wenn er jetzt woanders fällt, dann geht, sagt er für selber schon, den wollte er nicht da, zum Beispiel. Ja, dann gibt es eben das, das war jetzt das 9er Ball, dann gibt es das 10er Ball. Das ist im Prinzip eine kleine Mischung aus 8er Ball und 9er Ball. Das sind die Kugeln von 1 bis 10. Werden oder Reihe nach A gespielt, immer die numerisch niedrigste am Tisch. Und die, wer die 10 einschießt, hat im Prinzip gewonnen. Und das ist aber auch ein Ansagespiel im Gegensatz zum 9er Ball. Und dann gibt es eben das 14 und das Endlos. Das heißt, das sind die 15 Kugeln. Du spielst 14 Kugeln nach. Und eine bleibt liegen, die anderen 14 werden aufgebaut. Du versuchst den letzten Ball, den du liegen lassen hast, den versuchst du einzuspielen und die anderen 14 irgendwie aufzureißen, also zu öffnen, das Backtel, dass du einfach der Serie fortsetzen kannst. Jetzt gerade eine blöde Frage als Laie. Man kennt ja das, man legt das Dreieck auf. Wie viel sind denn insgesamt Kugeln bei dem Dreieck? 15. Also ist das, okay, passt, ja. Alles klar. Gut, noch was oder? Ja, glaubst, nein, soweit? Ich glaube, es ist soweit. Ich glaube, ich habe verstanden. Oder? Ja. Hat er ganz gut erklärt, ja. Super. Der Hauptmann. Gut, jetzt gleich eine geschissene, blöde Frage am Anfang, nicht falsch verstehen, bitte. Ist Billard ein Sport? Billard ist eine anerkannte olympische Sportart sogar, aber leider nicht bei der Olympiade dabei. Jetzt sind gerade. Wie geht das? Weil man. Ja, das ist von mir erzählt und der Kampf geht eigentlich schon seit 20 Jahren, ist das eigentlich schon anerkannt. Okay. Und jetzt waren gerade die World Games in. Polen, in, keine Ahnung, in Old, weiß ich nicht mehr. Haben sie die Kugeln geklaut, oder? Nein. Nein, das ist, glaube ich, ganz gut gegangen alles. Ja. Und da ist halt... Monipolitisch korrekt. Da sind halt die ganzen Sportarten, die was jetzt nicht olympisch sein, aber die olympische Anerkennung haben, tragen da ihre Wettbewerbe aus. Okay. So wie Inlineskaten ist da zum Beispiel auch dabei, oder... Bin ich Freiger. Fällt mir gerade ein, ich weiß nicht, was ich da habe, ich ein paar ganz komische Sportarten gesehen. Alles klar. Ich frage das deshalb, weil für einen Laien, sage ich jetzt einmal, ist das etwas, wo man jetzt nicht wirklich körperlich was tut. Was aber nicht heißt, dass es mit Sport was zum tun hat. Es gibt noch andere Sportarten, wo man sagt, das ist Sport, wo man körperlich nicht so viel tut. Ich glaube aber, dass bei euch, wenn man das professionell betreibt, im Sinne von man tut viel, ich habe das selber gesagt, ihr seid keine Profis, aber wenn man das professionell betreibt, ist das durchaus körperlich anstrengend, oder? Ja, das, es ist schon so, dass das ein bisschen unterschätzt wird, gell? Also wenn jetzt so, ich sage mal jetzt wirklich ein Profi, der jetzt also im Turnierverlauf weiterkommt, gell? Wenn er jetzt so sieht, sich bis in ein Halbfinale oder vielleicht sogar bis ins Finale vorspielt, nachher musst du, der macht echt einige Meter um den Tisch um an so einem Tag, gell? Also ich sage, der muss jetzt körperlich natürlich nicht so fit sein wie ein Leichtathlet, das ist schon klar. Aber er muss einfach die physische und die psychische Ausdauer muss er einfach haben. Ich glaube, dass die psychische einfach mitspielt zum körperlichen. Oder? Genau, wenn wir zwar nicht da. Schon toll gefordert, oder? Ja, du musst schon, also du solltest schon, ich sage mal, eine Grundausdauer, eine körperliche Grundausdauer musst du haben, dass einfach die psychische Ausdauer, dass du ja, am Ball bleibst, sage ich jetzt. Alles klar. Gut gesagt. Einfach mal so eingefragt, ist das ein teurer Sport? Ist das für jemanden, der jetzt anfangen will, schwierig, sage ich jetzt einmal, finanziell? Oder kann man das eigentlich sagen? Naja, es ist definitiv, also es ist schon erschwinglich, es ist jetzt nicht das günstigste, aber wenn sich da jetzt einer ein Köl kauft, das ist übrigens das Spielgerät, was nicht stecken heißt. KÖ geschrieben, habe ich gehört. Jetzt haben wir da einen stehen. Wenn da jetzt einer was kauft, die gibt es dann schon in einer Preisklasse, sicher ist das jetzt nicht so eine tolle Qualität oder was. Die kriegst du unter 100 Euro teilweise. Okay. Wenn jetzt einer gerne mal in der Freizeit ein bisschen Billard spielen geht und sich sein eigenes Köl kaufen mechert, also da bist du dann mit 100 Euro, sag ich, da ist ein Taschle noch dabei und dann ist der Verramp. Bei den Anfängen hat man eh meistens, wo Billard ist, sind sie auch größer, also genau. Zum Anfang musst du es eh nicht gleich kaufen, sag ich jetzt mal, von dem her zahlst du halt eine Tischleihe, oder? Blöd gesagt, am Anfang. Ja. Die Tischmiet. Ja, nicht den ganzen Kassen brauchst du nicht gleich. So wie halt überall ist, oder? So wie es halt überall ist, am Tennisplatz oder am Golfplatz, musst du auch dein Zeug zahlen, oder? Da kommst du halt nicht um. Und bei den meisten ist es so, dass die Jugendlichen, dass die oft freigehen, wenn sie jetzt spielen, dass die jetzt gar nichts zahlen. Denke ich auch, ja, das wird nicht so wild sein, gell? Ist es gefährlich auch? Ja, es kann schon blöd ausgehen. Man kann schon mal eine Kugel auf den Kopf kriegen.
Nochmal das, und ich kenne auch so Videos, wo sie wahrscheinlich mal ausholen, in Köln die Eier oder so Geschichten, oder? Das alles schon passiert, alles schon passiert. Ja, ja. Wenn man da nicht aufpasst. Kann immer wieder mal, dass das die Weiße da mal springt und. Also jetzt nicht. Natürlich kann man das absichtlich auch machen. Ja, ja. Aber aus Versehen kann das schon passieren einmal, dass die irgendwo in einer Glasscheibe einschlagt oder wo oder für irgendwann einmal. Gut. Aber grundsätzlich, sage ich mal, ist das nicht gefährlich. Die Verletzungsgefahr ist eigentlich eher gering. Aber was für Jugendliche in dem Fall. Ja, passt. Wie schaut es denn bei euch mit dem Nachwuchs aus? Ist da viel im Kämmen oder ist das, weil Sport gibt es ja auch schon relativ lang, sage ich jetzt mal. Das wird das auch auf und ab sein wahrscheinlich, oder? Ja, Nachwuchs ist jetzt bei uns natürlich ein bisschen schwierig. Wir sind, wie jetzt wahrscheinlich alle seht, wir sind in unserer Clublokal ist die Poolhalle Alex. Mhm. Und da ist halt Eintritt erst ab 18 im oberen Bereich. Jetzt da war Eintritt ab 16. Mhm. Und es, ja, wie gesagt, der Nachwuchs ist da natürlich, sage ich mal, bescheiden. Wobei man auch, ich spreche jetzt auch von Nachwuchs, einfach die, was anfangen. Es geht jetzt gar nicht ums Alter unbedingt, sondern auch die, was anfangen. Ja, es ist auch rückläufig, sage ich jetzt, weil einfach die, das sind Hobbyspieler, die aber sich gern mit ihren Kollegen treffen, die gehen an, die spielen ihre Partien, die sind halt einmal in der Woche da und die haben jetzt aber nicht unbedingt, die wollen jetzt nicht unbedingt zum Billardclub dazu, gell? Okay. Und darum ist das natürlich schon bei uns ein bisschen schwierig. Mhm. Gut. Kann man von dem leben? Der war gut. Es war durchaus, wie es gibt bei vielen Sportarten, also, nicht schwarz welche geben, die davon leben können. Es jetzt einmal, oder? Machen wir als Schleichwerbung für unsere österreichischen Aushängeschilder, oder? Ja, werden wir fast machen müssen. Ja. Es gibt wer welche, die davon leben. Die Ocean-Geschwister, was vielleicht manch einer Begriff ist. Der Jasmin und Alvin Ocean. Ah, okay. Beide, sie war schon Damenweltmeisterin und er ist der aktuelle Herrenweltmeister im Neunerball. Kommen aus Klagenfurt und die leben also mal beide davon und dann haben wir noch in Mario He, chinesische Abstammung, aber Ur-Vorarlberger, der lebt auch davon. Den Versteherschnitt und chinesisch ausschauen einer. Ja, genau. Also die drei leben, also die drei leben einmal im... Weil er jetzt auf die Vorarlberger Sprache bezogen hat. Also die drei können davon leben. Mhm. Wobei davon leben, muss man schon dazu sagen, das ist nicht gut leben, also die können davon leben. Das sind Profisportler, ja. Gell? Ja. Und die schwimmen jetzt nicht im Reichtum, das muss man schon dazu sagen. Mhm. Ausnahmefall in dem Fall, sage ich, oder? Also das gibt es wirklich nicht viele. Ja. Da bist du schon im ganz oberen Bereich, vielleicht die letzten 2-3%, sage ich jetzt mal, oder? Von dir spielen, wenn überhaupt. Ja, wenn überhaupt, ja. Wenn überhaupt, ja. Okay. Wie lange spielst du denn jetzt schon? Ja, ich spiele jetzt... Da müssen wir natürlich zuerst sagen, wie alt sind wir denn? Ich bin 37. Entschuldigung, 36. Entschuldigung. Und spiele seit 1993 Billard. Okay. 24 Jahre. Ja, Tag. Ja, ich bin 38 und spiele auch seit 1993. Mhm. Habt ihr zusammen angefangen? Ja, wir waren miteinander in der Jugend, ja. Mhm. Okay. Durch das, dass ich bin ja von Innsbruck und nicht von Imst. Ja. Ja, das ist trotzdem schon weiter, obwohl du dann hast. Das tut ja nichts, glaube ich. Ich bin schon lang genug bei dem Club, glaube ich. Nein, ich möchte einmal das Gerücht ausräumen. Wir sind ja nicht live für Oberland oder Oberland zuständig. Ja, also wenn es coole Leute wisst, ein Interview, wo es sich lohnt, ein Interview zu machen, durchaus auch vom Unterland oder egal woher. Gell. Tirol war halt gut. Alles klar, entschuldige, das habe ich jetzt mal sagen müssen. ja, was gibt es noch? So vom. Von der Jugend, von den Anfängen zu erzählen? Ich weiß noch, bei mir, die Anfänge waren natürlich, du stehst extrem viel am Tisch am Anfang. Mhm. Also bei mir war das so, geführtes, professionelles Training, teils, das sind natürlich meine Kollegen vom Club, wo auch schon Ewigkeiten dabei sind, die haben da halt das eine oder andere gezeigt. Und das meiste hast du halt einfach gelernt durch vieles Spielen. Mhm. Ja, und so ist eigentlich, so sind die Anfänge und so wie der eine halt, was weiß ich, gern Fußball spielen geht zum Beispiel, ist bei mir halt eher das Billard gewesen. Wobei, jetzt kannst du gern Fußball schauen, was, soweit ich weiß. Schauen, ja. Ja, das kannst du ja nicht. So nein. Passt, oder? Ja, das war bei mir eigentlich auch nicht anders. Ich habe halt das Glück gehabt, dass ich in Innsbruck in einem Lokal war, wo sich damals eigentlich die
sage jetzt mal, die besten Spieler von Tirol umeinander waren und da hat er dann schon der eine oder der andere mal was gezeigt. Mhm. Aber das abbrauchen, gell? Das ist wie das, in jedem Sport. Das braucht es auch. Ich sage, heutzutage spielt Billard-Lernen. Heutzutage spielt Lernen sicher einfacher als wie früher, weil heute ist einfach das Medium Internet und wenn da jetzt im YouTube was eingibst, was man richtig, also wie man es macht, da kriegst du Schritt für Schritt Anleitung. Und dazu mal hast du müssen, noch, keine Ahnung, da hat es Leute gegeben, die sind bis auf Schweden aufgefahren, weil da einer oben gewesen ist, also ein Guru von Österreich und haben sich da oben nachher das Zeug lernen lassen. Okay. Jetzt muss ich vielleicht fragen, du bist jetzt beim AuspBC im Stab, oder? Ich bin Spieler für den, also ich spiele die Mannschaftsbewerber für den AuspBC im Stab. Alles klar. Nicht in Innsbruck als Einzel? Nein, und spiele Einzel in Salzburg. Aber das hat andere Gründe, aber. Die möchte ich jetzt da nicht ganz so gerne erläutern. Passt gut. Sonst haben manche Leute keine Gaudi mit mir, glaube ich. Alles klar. Das hätte ich jetzt auch nicht gesagt, aber passt. Well, das habe ich schon öfter gehört. Das kann er sich eigentlich auch gar nicht davon kneifen. Gut, was anderes. Welche Folge habt ihr schon gehabt? So? Ich habe gehört, mit zwei Berühmtheiten oder so, habe ich gehört. Nein, mit zwei definitiv nicht, wenn dann mit einer. Ah, das klar. Entschuldigung. Oder Spaß. Nein, es ist, also vielleicht gegeneinander, oder? Dass du von ihm erzählst, was ist, gibt's immer ein bisschen blöd. Nein, du mich hat. Schau Marco, von mir gibt es jetzt nicht so viel zum Erzählen. Es ist da, ich kann auch die Erfolge vom Club selber kann ich da nennen. Ja. Ich meine, seine Erfolge soll er sich selber aufzählen, weil er wäre nicht fertig. Okay. Ich kann da, ich mein, es ist, wir haben einen Werner Durecker im Club, der sagt vielen etwas, der war einmal Junioren-Europameister und war einmal war der allererste Herren-Europameister für Österreich. Und war auch Dritter, glaube ich, einmal bei der Europameisterschaft, wo wir geschaut haben. Zweimal, ja. Und das ist natürlich schon, ich meine, das ist ein Erfolg, der auch für sich spricht. Erst du BPC Groß International quasi, oder? Ja, genau. Oder so. Ist schon lang? Zwei Jahre ist schon eine Zeit her, glaube ich. Ja, das ist in den 90er Jahren. Das war die Zeit, wo wir angefangen haben, Billard spielen, ist das beim Werner gewesen. Ja, der Werner Billardgott in Österreich. Das pusht dann ja eigentlich auch, oder? Wenn man so einen Club hat, gleich gesagt. Ja. Du hast schon gesagt, hast du hast in Innsbruck da die Leute gehabt, oder? Und das ist natürlich auch etwas, wo gerade früher meine ich als Junge. Gott, jetzt war der Werner, der war da nach der Erfolge war dann nicht mehr beim BPC Imst, der ist natürlich nachher eher andere Clubs, wo er einfach härtere Ligen gespielt hat. Aber wie gesagt, das ist jetzt für einen Club natürlich. Aber er kommt halt von da, oder? Er kommt, ja, er ist da, das ist sein. Sein Heimatclub, ja. Nein, das ist sicher der größte Erfolg von einem Unzel. Ich meine, das ist natürlich der Erfolg von Werner. Steht natürlich unter der Fahne von BPC Imst, ist eh klar. Was haben wir sonst für Erfolge gehabt? Ich meine, es hat damals die ich sage jetzt einfach die alte Garde, wie ein Ballay Alex und ein Riha Michel und ein Konsorten, die sind auch einmal in die erste Bundesliga aufgestiegen. Mhm. Das war damals sicher auch ein super Erfolg, weil es einfach, ich sage mal, komplette Eigenbauspieler waren, ohne irgendwelche Legionäre, was in der heutigen Zeit eigentlich fast nicht mehr möglich ist. Und was gibt es sonst für Erfolge für einen Club? Momentan ist dann nicht einfach, dass wir uns selber mit der Mannschaft jetzt wieder in der Bundesliga befinden und ja. Ich spiele die erste Bundesliga jetzt noch. Wir sind jetzt aufgestiegen in die erste Bundesliga. Okay, reden wir nachher noch kurz drüber. Okay. Lass ich dir noch erzählen von deinen Erfolgen. Du bist jetzt die Berühmtheit, oder? Nein, das ist jetzt nicht. Ja, ich weiß, das tut man schon gerne. Im Billard kennt man mich halt ein bisschen. Kannst du ja kurz sagen, was du ich bin, hast. Ich bin vor zwei, drei, wann war das Günther? 2013. Und 2012 bin ich jeweils Staatsmeister geworden. Yeah. Einmal im 9er-Ball und einmal im 14-1. Okay. War im Jahr 2012 im österreichischen Nationalteam auf der Europameisterschaft. Wo die war leider, da waren wir in Portorož in Slowenien, okay, an der kroatischen Grenze. Mhm. Aber das reich, ist. Naja, eh nicht. Nein, ja. Schöne Gegend da. Ja, glaube ich. Ja. Aber das war leider nicht so von Erfolg gekrönt. Okay. Ja. Mei. Das sind halt aber so die. Aber du hast da gespielt. Ich war dabei. So ich war dabei. Und da siehst du halt nachher wieder eben, dass ich sage jetzt der Amateur einfach gegen das Profi-Geschäft. Ja. Für mich war da schon ein großes Ziel erreicht. Ich wollte unbedingt einmal spielen für Österreich. Weil ich habe zwar im Jugendbereich auch gespielt für Österreich. Habe mit einem großen Erfolg mit Martin Schlatte. Sind wir auch noch mit dem Martin Schlatte, den was du eh bestens kennst. Ja. Mit dem bin ich mal persönlich. Mit der U16, wie man sagen darf, also die Schülerklasse heißt das im Billard, sind wir Dritter geworden mit der Mannschaft. 1995. Super. Tipptopp. War schon ein Erfolg dazu, ja. Gut, dann haben wir eigentlich eine Folge gehört, super Sache.
Ihr spielt ja... Ein Bruchteil von der Folge, sage ich jetzt mal. Ja, passt. Lass mal so stehen. Verstehen. Ihr spielt ja jetzt österreichische Bundesliga. Habe ich gehört? Oder habt ihr mal gesagt? Wie kommt man dazu? Spielt man sich da auch und mit von den unteren Ligen her, wie das man das vom Fußball kennt? Oder wie ist das? Weil es gibt Eishockey, da kann man sich einkaufen. Ich denke, so lässt es nicht laufen. Nein, es ist eigentlich gleich wie im Fußball und in jeder anderen gängigen Sportart, dass du wirklich in der untersten Klasse anfangen musst. Und dann im Prinzip ist je nach Liga, dass entweder der erste Absteig oder die ersten zwei, oder ob es nachher noch ein Relegationsturnier gibt, gibt es je nachdem, in was für Liga du absteigst. Okay, ja. Und wir haben eben vor ein paar Jahren, da waren wir schon in der zweiten Bundesliga. Und dann haben wir eben nicht gewusst, ob wir die Leute zusammenkriegen, weil ich nicht wusste, was ich beruflich mache, ob es sich ausgeht, zeitlich. Und dann haben wir die Mannschaft zurückgezogen und haben jetzt wieder in der zweiten Landesliga in Tirol anfangen. Also das ist im Prinzip die vierte Spielklasse gewesen. Und sind jetzt von da halt, sind in der zweiten Landesliga und in der Tiroler Liga dann darauffolgenden Jahr jeweils Meister geworden. Okay. Und in der zweiten Bundesliga, also sprich, die hat jetzt Regionalliga geheißen heuer, da hat uns jetzt ein dritter Platz gereicht für den Aufstieg, weil sie die zweite Liga weggetan haben. Okay. Also es gibt jetzt nochmal eine Liga, die erste Liga, und die ist aufgestockt worden. Ja. Ja, Bundesliga-Reform wie ähnlich dem Fußball. Ja. Ach so, also geschissen. Ja, genau. Aber Fußball ist ausgeschissen. Ja, nein, es wird ganz, also mir ist es zwar erklärt worden von unserem Funktionär, aber es ist, ich blicke noch nicht ganz durch. Okay, ihr spielt jetzt da, das ist schon mal das Wichtigste. Ja. So, schauen wir mal. Wie oft ist man da im Einsatz? Ich meine, wie kann man sich das vorstellen? Ist es so ähnlich wie beim Fußball? Jede Woche ein Heimspiel, eins auswärts? Nein, das ist nicht so bei uns. Wir haben im Schnitt, sage ich jetzt einmal, pro Monat oder so einen halben Monat circa, haben wir eine Spielwoche. Das heißt, wir haben zum Beispiel eine Auswärtsrunde. Auswärtsdoppelrunde ist einmal ein Spiel am Samstag und einmal ein Spiel am Sonntag, zum Beispiel in Feldkirch und in Lichtenstein, weil die sind auch bei uns, die kennen auch zu uns dazu. Ja, genau. Nachher hast du halt im Prinzip eine Übernachtung und nachher ist das die darauffolgende Runde ist nachher zum Beispiel eine Heimspielrunde, wo im Prinzip wir zweimal in der Pool halt auch spielen, einmal Samstag und einmal Sonntag. Eben auch gegen zwei verschiedene Mannschaften. Und da ist, nachher gibt es die allerletzte Ligarunde, das ist ja so ein Bundesliga-Finale, Saisonfinale. Und das ist meistens zentral in Österreich, in Salzburg, sage ich jetzt einmal. Und da sind nachher alle Bundesliga-Mannschaften dann einen Ort versammelt und spielen dann nachher das Bundesliga-Finale. Was das Playoff sozusagen. Ja, das gibt es heuer, gibt es ein Playoff, ja. So ist das mit der Reform auch irgendwie geregelt. Okay. Passt, ja. Wie weit fährt man da? Ist das wirklich Bundesliga, wenn man es kennt, von Wien bis Vorarlberg, oder? Sozusagen. Von Burgenland bis Vorarlberg. Es war so. Kommt man davon, wer spielt wahrscheinlich. Ganz genau. Ja. Es war so, da hast du jetzt die Bundesliga war mit 8 Mannschaften jetzt in der vorigen Zeit. Und da war halt der westlichste Verein, war halt Hörbrands, das ist der gleich nach Bregenzhausen. Also du kannst gleich bei der falschen Haustür aus, dann stehst du in der Schweiz oder in Deutschland oder was gut war. Ja. Und dann haben wir Zeiten gehabt, mit dem Burgenland unten hat es einen Verein gegeben, Deutsch Greiz. Und das ist ja schon wieder fast in Ungarn. Also das kann ja dann schon. Das ist natürlich zeitaufwendig, ja. Und jetzt haben sie das in regionale Gruppen einteilt. Und nachher dann mit dem Playoff, so wie man es halt aus der NBA oder was ich was kennt. Das finde ich jetzt eh gut, oder? Ja, es ist vom Fahren her und vom Zeitaufwand und auch natürlich vom finanziellen Aufwand her für die Vereine sicher ein bisschen Entlastung. Ist es fair auch noch, oder kann man sagen, dass das irgendwie unfair ist jetzt? Puh, das ist eine ganz schwierige Frage, weil ich glaube, dass die stärksten Mannschaften wahrscheinlich da schon eher im Westen, also von Oberösterreich westlich angesiedelt sein. Oberösterreich, Salzburg. Wir werden sicher eine sehr schwere, es wird sicher eine sehr schwere Konstellation geben. Okay. Sicher, die anderen Vereine sind auch gut, aber ich glaube, dass die Masse an starken Mannschaften eher westlich. Also ich muss jetzt Oberösterreich dazu nehmen, weil die einen Haufen Mannschaften stellen und auch gute Spieler haben. Alles klar, ja. Wie oft trainiert man da so als Halbprofi? Sag ich jetzt mal. Profi hat gesagt, leid's nicht. Ja. Aber als Halbprofi. Es ist natürlich immer das, was die Arbeit selber gerade zulässt und wie gern du gerade, sag jetzt, wie motiviert du gerade bist, oder? Du kannst natürlich jeden Tag Spielart spielen gehen und du kannst, ich sage mal, da wo wir jetzt spielen, war natürlich gut, wenn vielleicht wirklich zweimal die Woche wirklich ein bisschen was tust. Aber jetzt, du kannst jetzt nicht sagen, der eine spielt mehr, der andere spielt weniger.
Und es kriegt jeder selber nachher die Rechnung im Prinzip präsentiert, wenn er gar nicht spielt. Und nachher wird er halt wahrscheinlich gar nicht viel gewinnen. Ja, nichts tut er. Ja, genau. Das ist eigentlich nichts. Das ist wie überall, gell? Ja. Gut. Eine ganz spezielle Frage an dich. Hm. Was hat es mit dem Löffel auf sich? Oh Gott. Das hat jetzt nicht sein müssen. Das hat mir irgendwer gesteckt. Mei, da hat es mal. Mei, ich hab da. Ja. ich hab da einen Kollegen. Servus, Klotzi. Der hat mir den Spitznamen einmal verpasst, weil ich da bin doch öfter an meine Nerven gescheitert. Okay. Und der hat dann gesagt, ja, ist wieder alles auch wie gelöffelt. Und da ist mir halt dann der Spitznamen Löffel. Ah, okay. Würfelt da bist du noch immer geworden? Ja, da bin ich so meistens bin ich so Zweiter geworden und dann hat er mich da immer wegen dem ein bisschen gehabt und dann hat er mal zu mir gesagt, ja, wenn ich jetzt dann einmal so ein Grand Prix Turnier gewinne oder vielleicht einmal österreichischer Staatsmeister wäre, dann wäre ich befördert zur Gatzen. Dann haben sie mal hochoffiziell haben sie mal so eine Gatzen überreicht. Nicht schlecht. Ja, cool. Hast du auch was dazu sagen? Oder? Nein, das ist, glaube ich, ist der Löffel, ja. Alles klar. Was? Hast du noch was? Nein. Okay. Vielleicht, dass wir kurz nochmal zum ersten BBC Imsch kommen. Wie lange gibt es denn? 31 Jahre, haben wir gehört. Ältester Tiroler Billardclub, hast du gesagt? Mhm. Steht das auch im Guinness-Buch wahrscheinlich dann, oder? Nein, im Guinness-Buch. Tiroler Guinness-Buch. Tiroler Guinness-Buch wird es vielleicht drinstehen. Ja, gibt es das? Gibt es Tiroler Guinness-Buch? Wenn Sie mal googeln. Ja. Nein, aber es gibt natürlich auch Clubs in Österreich, die älter sind wie mir. Zum Beispiel der älteste ist, glaube ich, CAB Hörwand. Ja, aber in Tirol noch immer. Tirol hat, es gibt in Tirol Clubs, die was einfach immer, ich sage mal, vom Namen her sich geändert haben, wo an und für sich noch vielleicht mehr oder weniger die gleiche Führung hat, sage ich. Zum Beispiel Bull Express, denke ich. Nein, bei weitem nicht. Okay. Ja, aber wir sind sicher die Ältesten in Tirol. Okay. Ja. Cool. Wahrscheinlich sogar der Älteste in Imst. Das gehe ich auch davon aus. Wenn es von Tirol der Älteste ist. Bravo, Günther. Kann man da einfach jetzt, wenn man will, so dazugehen oder wenn man sich dafür interessiert? Oder wie schaut das aus? Gibt es da Aufnahmerituale oder keine Ahnung, wie ist das? Nein, natürlich. Es kann jeder, wo irgendwer Interesse hat und gerne Billard spielt und vielleicht irgendwie das ein bisschen intensiver betreibt, der kann natürlich zum Club dazugehen. Der kommt in die Bullhalle her und redet mit dem Alex, der hat Anmeldeformulare und der erklärt nachher, wie das genau funktioniert. Also mit wie viel man zahlt und was nachher, zum Beispiel die Tischmiete haben wir natürlich schon eine Vergünstigung jetzt zum normalen Preis, klar. Also Leute, wer interessiert ist, zuschauen. Ja, Pula haben wir schon mal gesagt, das ist eigentlich eine Heimstätte da. Genau, ja. Trainieren jetzt auch da, logischerweise. Als Nichtmitglied kannst du natürlich auch spielen kommen, muss man auch dazu sagen. Also wenn ich gleich Mitglied werden will, kann ich auch spielen kommen, oder? Dass sie Nichtmitglieder, wenn sie sich interessiert, die können jeden Donnerstag herkommen. Wir haben da immer ein Clubranglistenturnier und das ist wir haben da jetzt versucht, das ein bisschen neu aufzubauen. Da wird eben das 8-Ball, 9-Ball und 10-Ball gespielt und es gibt einmal im Monat jetzt nicht unbedingt ein schwer geführtes Training, aber einfach wer jetzt sagt, er will jetzt einfach irgendwas Gewisses lernen oder das kann er nicht, oder der kann nachher herkommen und dann ist irgendjemand da von uns und nachher wird das den Leuten einfach ein bisschen gezeigt. Also Marco, ja, kümmern wir mal. Ich war auf Frägerschuf da. Ich habe aber selten Billard gespielt. Kriegst du mal einen Crashkurs. Wie viele Tische hat das noch? Das sind 8 Dynamic-Tische. Dynamic? Genau. Das ist was besonders aus sich, Dynamic, oder die heißen halt so, oder? Nein, es ist einfach eine Marke. Ah, ist eine Marke, okay, ja, passt. So wie, was weiß ich, Mercedes Auto ist. Alles klar, also der beste Tisch. Nein, ja. Mercedes ist auch nicht das Beste, gell? Nein. Okay. Das ist im Auge des Betrachters. Das ist richtig. Passt. Gut. Ja, an der Stelle nochmal danke an die Buller, dass wir es da machen dürfen, das Interview, coole Sache. Danke an Alex. Danke Alex. Dankeschön Alex. Vielleicht noch kurz, auf was muss man denn schauen, wenn man so einen Krö kauft? Weil jetzt, wo wir davor kurz geredet haben, ist das einfach preislich, kann man sagen, je teurer, desto besser, oder? Oder gibt es spezielle Marken, auf die man schauen sollte? Oder wie kann man das ist wieder natürlich viel Geschmackssache. Das Wichtigste ist natürlich, dass er mal gerade ist. Das denke ich mal, werden die meisten sagen. Das war, ja,
alles schon vorgekommen, gell? Echt, ja. Dass du da einen Materialfehler kriegst und dass der kaputt ist einfach. Okay. Das ist mal ganz wichtig. Was definitiv nicht ist, ist, also umso teurer das Kühe, umso besser spielst du. Das ist nicht so, weil du kannst da, also du hast den Radl kaufen und, klar. Und kommst echt den Berg vielleicht nicht auch. Ja. Oder? Das liegt noch am Spieler selber, klar. Ganz genau. Aber ich sage, wenn man sich an kauft, sollte man vielleicht schon schauen, dass es halbwegs was ist, oder? Und, weil nicht, dass man frustriert, weißt du? Genau, wenn man sich jetzt irgendwas kauft, nachher bist du eh schon irgendwie in der Szene drin, dass du weißt, was jetzt da. Was du jetzt vielleicht taugen kannst, sage ich jetzt mal. Und dann hast du vielleicht irgendjemanden, sagst du, was ist hier, nee, lass mich mal mit deinem Kö probieren, wie das Ding funktioniert. Ich möchte mir vielleicht so etwas kaufen. Und okay, das geht schon, oder? Das funktioniert eigentlich recht gut im Billard, ja. Da ist also jetzt keiner, der was jetzt, ich meine, sagst du mal, ich möchte so eins von dem Fabrikat kaufen, lass mich mal probieren, das sagt eigentlich keiner nein. Okay, ja. Und preislich natürlich nach oben, die Grenze offen, ist offen. Da ist richtig offen, ja. Ich als Lapphafenspieler, also der sich null auskennt, haben wir gefragt, was ist denn das Beste, wenn man in Kö vorne durch die Hand fährt. Weißt du, was ich meine? Man sieht ja immer, dass sie den Finger drum drehen. Aber eigentlich, glaube ich, ist es eher so drauflegen Partie, oder? Oder gibt es da Regeln? Jetzt nicht, dass man es muss, sondern wie es am besten geht, sage ich jetzt einmal. Ja, von mir her gibt es keine Regel. Ja, ich denke. Also du kannst die Adlergralle spielen. Die Adlergralle kannst du auch spielen. Ja. Das dienen eben viele, das ja. Glaube ich nicht auskennen. Ja. Aber am Anfang sind sie immer, wie sie drüber dienen und durch den Finger durchspielen. Ist eigentlich nicht so. Oder? Ja, eigentlich schon. Also man spielt schon durch den Finger durch. Vor allem wenn jetzt du jetzt etwas hast, da wo jetzt ein härterer Stoß ausgeführt wird, dass dir das Kreuz jetzt nicht nach oben geht, dass das jetzt fixiert bleibt. Ah schon? Okay. Ja, auf jeden Fall. Okay, siehst du, ich hätte mir es anders umgedacht, dass man es auch legt. Nein, das ist zwischen rein irgendwo, weißt du, zwischen den Fingern. Okay. Gut, ja. Was ratet ihr am Anfänger, so generell? Wie fängt man denn am besten an? Boah. Zu leicht, gell? Das ist schon gar nicht so. Aber wenn ich leichte Fragen stellen darf, war es ja scheiße. Ja, stimmt. Deswegen stelle ich harte Fragen, zache Fragen. Aber was ratest du denn einem Anfänger? Ja, einen Anfänger darf ich jetzt raten, wenn er das irgendwie sich verbessern will, was er nachher klar weiß, der muss einfach viel spielen, sage ich jetzt einmal. Mhm. Einfach wirklich viel am Tisch zu stehen und ich sag mal, viel Kugeln spielen und sich auch von wenn er gegen jemanden spielt, gegen bessere spielen. Mhm. Weil lernt schon am meisten, ist klar. Und sich auch was sagen lassen. Ja, das ist sicher Summen auf. Aber wie gesagt, ich bin der Meinung, das Wichtigste ist sicher, dass er wirklich viel spielt. Ja, alles klar. Ja, es ist ja mit dem Sagen lassen, wie der Günther gesagt hat, das ist oft ein Riesenproblem. Vor allem, weil manche ja schon immer wieder dabei, die wissen einfach alles besser. Ego-Geschichte, ja. Ja, der sagt, ja, das ist nicht so und hin und her. Ja, aber das ist eh wie in jedem Sport. Ja. Den gibt es immer. Mhm. Vor allem, wenn du jetzt mit Jugendlichen was machst, hast du immer das Problem, wenn du jetzt selber nichts kannst, dann bist du nicht glaubwürdig bei denen. Ja. Also wenn du jetzt selber nicht richtig gut Billard spielen kannst, dann... Denke ich mal. Wobei das ja... Nicht schlecht ist unbedingt. Das muss nichts heißen. Es gibt super Trainer, die was jetzt selber nicht die besten Spieler sein. Ja. Hey, ich verstehe. Ja. Das meinst du, ja, ich verstehe. Es ist ja nicht jeder. Ich kann das quasi erklären, aber. Ganz genau. Es ist ja nicht jeder Fußballtrainer ist ja nicht einmal ein Profifußballer gewesen. Ja, stimmt auch, ja. Eben. Hast recht. Ja. Gut. Gibt es noch eine schräge Geschichte, die ihr so erlebt habt in eurer Billardkarriere? Kann auch ein bisschen abseits davon sein, sage ich jetzt mal. In der Billardkarriere? Naja, war schon irgendwas, was weiß ich, irgendwo hingefahren und nicht ankommen, keine Ahnung. Was weiß ich? Hingefahren und nicht ankommen. Zweiter Mai 91. Ja, gut, es gibt jetzt schon, von uns zwar gibt es schon eine schräge Geschichte. Das war der 2. Mai 1991, das war der Tag, an dem ich in Innsbruck beim Paras eingerückt bin. Und wahrscheinlich, wenn du so beim Paras einrückst, dann bist du natürlich nicht gerade unbedingt motiviert, dass da sowas bei uns war noch 8 Monate den ganzen. Ding andrucken muss, oder? Und nachher bin ich in der Kaserne reingekommen und bin halt da reingegangen und dann habe ich schon gesehen, eben auch ein paar so Rekruten, wie halt ich einer sein wäre, da stehen, also nicht mit dem Bauersband, sondern mit der Zivilkleidung und dann habe ich schon schreien gehört, hey Günther! Dann ist der René da reingestanden, ja. Und ja, so hat es, und ja, wir waren noch miteinander beim Barasona, ja. Hast du auch Billard gespielt beim Paras? Ja, er hat. Nein, beim Paras haben wir keinen Billardtisch gekriegt.
Ja, das ist so, das ist jetzt so eine schräge so eine Geschichte. Jetzt nicht unbedingt schräg, aber das ist schon etwas, was uns verbindet. Ich meine, schräge Geschichten gibt es ja genug, aber... Sind Sachen, die man nicht erzählen darf, oder? Nein, erzählen darf man sie schon, aber okay. Ja. Nein, es gibt einfach sehr, sehr viele schräge Geschichten. Wir haben einen Mannschaftskollegen, der dafür wirklich geschaffen ist, dass er schräge Geschichten liefert. Hallo Raimund. Ja. Ich erzähle jetzt keine von deinen Geschichten. Gut, na passt. Findet man eigentlich auf sozialen Medien auch? Also jetzt wahrscheinlich eher ein Club, oder? Sag ich jetzt mal, erster PPC Imst. Ja, man findet uns im Facebook unter erster PPC Imst. Mhm. Liked uns bitte. Und ja. Die haben wir noch auf dem Kanal auch übrigens. Ja, das war's eigentlich. Facebook. Wir haben eine Homepage, eh klar. ppcimst.at. Wird von unserem Novi betreut und werden laufend die Infos eingestellt, was halt irgendwie, wenn ein Ligaspiel ist oder Clubranglistenturnier. Ja. Ja, super. Alles klar. Passt. Da waren wir eigentlich ziemlich am Ende. Willst du noch was loswerden? Willst du noch gegessen? Habe ich was vergessen fragen? Weiß ich nicht. Nein, ich glaube, vergessen fragen hast du nichts. Grüßen möchte jetzt natürlich mal alle meine Mannschaftskollegen, die jetzt nicht da sind, wie in Raimund, in unserem Delfer-Legionär in Andreas, oder? Und Hans-Dieter. Hans-Dieter, ja, nicht vergessen. Ja, Hans-Dieter aus Vorarlberg, ja. Und man freut mich schon auf die neue Saison und schaut es ein, wenn die Termine da stehen und vielleicht kommt es mal her, schaut es uns zu, wenn wir Bundesliga spielen, feiert es in Sonntag ins Gefreben. Super Sache. Schönes Schlusswort. Ja. Gut. Das war die 12. Folge Overland Rockslide. Ich hoffe, es hat euch getaugt. Da aus der Bullhalle mit dem ersten PPC Imst. Ja, und wir sehen uns beim nächsten Interview. Overland Rocks!